Die Stadt Hannover gestaltet ihre Innenstadt um. Im Rahmen dieser Umgestaltung ist in der Stadtmitte das Kröpke Center entstanden. Geplant war ein multifunktionales Bauwerk mit dem zentralen U-Bahn-Knotenpunkt, mit Büro- und Geschäftsbereichen, der Passerelle und Bahnhofstraße, einer Tiefgarage, die auch als Zivilschutzanlage dient. Die Huter Hegerfeld AG wurde als Generalunternehmer mit der schlüsselfertigen Erstellung des Bauwerks beauftragt. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 1971. Die Baustellenvorbereitungen lassen bereits den Umfang der Arbeiten erkennen. Die Baugrubenumschließung besteht aus 18.000 Quadratmeter Bohrpfahlwänden und Berliner Verbau. Zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Leistung wurden 15 Großbohrgeräte eingesetzt. Eine City-Baustelle dieser Größenordnung erfordert aus Platzgründen eine Verlagerung von Produktions- und Lagerstätten nach außerhalb. Die Entwürfe der Architekten werden im Konstruktionsbüro der Huter Hegerfeld in Ausführungszeichnungen umgesetzt. Hier entstehen die Schalungs- und Bewehrungspläne. Die bis zu 30 Meter langen Bohrpfahlkörbe werden durch den Stadtverkehr zur Baustelle transportiert und in die voll verrohrten Bohrlöcher eingebaut. Um den Fußgänger- und Lieferverkehr aufrechtzuerhalten, wird die Baugrube teilweise mit Stahlbeton-Abdeckplatten auf Stahlaufständerung überbrückt. Auf diese Aufständerung wird auch die quer durch die Baustelle führende Straßenbahntrasse umgelegt. Im Großeinsatz der Bagger, Raupen und Lastzüge wird das große Loch bis zu 26 Meter Tiefe ausgehoben. 320.000 Kubikmeter Bodenmassen sind dabei abzufahren. Selbstfahrende Lafettenbohrgeräte stellen die Bohrungen für die rückwärtige Verankerung der Baugrubenwände her. Erstmalig in Deutschland kommen Injektionsanker mit 50 Tonnen Tragfähigkeit im Ton zur Anwendung. Der erste Beton wird eingebaut, während die Erdarbeiten noch im vollen Gang sind. Das Stahlbetonbauwerk wird 18 Meter im Grundwasser liegen. Das macht eine bituminöse Wannenabdichtung erforderlich. Die Problemzonen an den Übergangsstellen erhalten Verstärkungen durch Kupferriffelbänder. Die folgenden Arbeitsabläufe: Schalungsarbeiten, Bewehrungs- und Betonarbeiten sind für die erfahrenen Facharbeiter Routinetätigkeiten. Sie füllen das Loch so zügig, dass den staunenden Hannoveranern gar nicht klar wird, wie umfangreich die Arbeiten sind, die da unten durchgeführt werden. Das große Loch ist fertig, gewissermaßen ein Weihnachtsgeschenk. Eine Flotte von Transportmischern schafft die 110.000 Kubikmeter Beton heran.
110.000 Kubikmeter Beton sind 22.000 Ladungen für die großen Transportmischer. 22.000 Transportmischer hintereinander gestellt ergeben eine Autoschlange, die von Hannover bis Essen reicht. 5 Autobetonpumpen mit Einzelleistungen bis zu 60 Kubikmeter in der Stunde fördern den Beton vom Mischerfahrzeug in die Schalung. Bauleiterbesprechung im Büro, direkt an der Baustelle. Fachleute der verschiedenen bautechnischen Gewerbe koordinieren, organisieren und überwachen die Arbeiten am Kröpke Center. Betonierabschnitte bis zu 2500 Kubikmeter sind eine bemerkenswerte Größenordnung. Arbeiten im U-Bahn-Bereich. Hier wird der zentrale U-Bahn-Knotenpunkt der Stadt Hannover gebaut. Die U-Bahn-Linien werden in 3 Ebenen übereinander geführt. Das erfordert neben umfangreichen Baugrubensicherungen komplizierte und hochbeanspruchte Stahlbetonkonstruktionen. Ein Teil dieser Konstruktionen hat zusätzlich die gewaltigen Lasten des Hochhauses aufzunehmen. Die Arbeiten am Hochhaus haben begonnen. Der lange Schwenk über die Baustelle ruft die Daten des Bauwerkes in Erinnerung. 150 Millionen Mark. 7 Untergeschosse, 13 Obergeschosse, Knotenpunkt der U-Bahn-Linien A, B und C. Die U-Bahn-Anlagen bilden den weitaus größten Teil des Objektes. Dazu kommt ein Zentrum mit einem Kaufhaus, Büros, großen Fußgängerzonen in 2 Ebenen und einer Tiefgarage. Objekte dieser Größenordnung werden meist an Arbeitsgemeinschaften vergeben. In diesem Fall steht allein die Hutter Hegerfeld AG als Generalunternehmer für die Bauausführung und die schlüsselfertige Übergabe des Gesamtobjektes. Sie sieht das als einen eindrucksvollen Beweis ihrer Leistungsfähigkeit. Das Hochhaus wächst, es nimmt Gestalt an. Es wird gleichsam nur die Spitze eines Eisberges sein. Der größte Teil der Baumasse befindet sich in der Erde. Er entzieht sich dem Blick des Betrachters. Parallel zu den Arbeiten am Hochhaus beginnt der Aushub der Tiefgarage. Am 26. September 1975, nach nur 4,5-jähriger Bauzeit, geht die A-Linie termingerecht in Betrieb.
Von der unterirdischen Leitstelle im Kröpke wird der gesamte U-Bahn-Verkehr Hannovers gesteuert und überwacht. Das Hochhaus konnte bereits am 1.9.1975 an den Bauherren übergeben werden. Das Kröpke Center ist Hannovers neuer Mittelpunkt.